Liebe DLRler, natürlich hier in Köln, aber genauso gut, wie man früher gesagt hat, zu Hause an den Rundfunkgeräten, heutzutage natürlich am Büro, im Büro oder zu Hause am Computer. Ein Jahr geht zu Ende. Wie jedes Jahr fällt es mir schwer, Themen auszuwählen, über die ich berichte, da die Vielfalt des DLRs einfach so umfassend, so berauschend ist, sodass ich immer auswählen muss. Ich weise also darauf hin, lesen Sie meinen Blog, dann finden Sie auch alle anderen Aspekte noch über das Jahr. Über was könnte ich hier berichten? Natürlich über das Raumfahrtmanagement im DLR, über den Bereich Forschung und Technologie, aber auch über den Projektträger. Wenn wir über den Bereich Forschung und Technologie reden, dann wissen wir, es ist Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und natürlich auch das Querschnittsthema Sicherheit. Was wir in diesem Jahr erlebt haben, ist tatsächlich eine Vielfalt. Das DLR, Forscher aus dem DLR, sind nominiert worden für den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten mit Tandem X, einer Mission, die immer wieder ganz tolle Bilder erzeugt, die nicht nur ästhetisch sehr schön sind, sondern die auch Menschen helfen in Katastrophengebieten, dass eben die verschiedenen Mannschaften, die dort kommen, die verschiedenen Hilfsorganisationen, die Hilfe genau und zielgenau anbringen können. Wir haben einen Galileo-Start erlebt, wir haben den Start von dem Satelliten TET erlebt. ChefX 2 ist sehr erfolgreich geflogen und auch ATV-3, Edoardo Amaldi, ist zur Internationalen Raumstation gebracht worden und wieder zurück. Und wir alle haben natürlich auch verfolgt die NASA-Mission zum Mars mit Curiosity und auf Curiosity auch mit einem deutschen Instrument zur Messung der Strahlung. Aber auch schon der Landeplatz wurde mit Hilfe deutscher Technologie, Technologie aus dem DLR, genauestens festgelegt, mit Mars Express und der darauf befindlichen Kamera. Im Bereich der Luftfahrt haben wir insbesondere neue Landeverfahren erprobt, nämlich auch satellitenunterstützte Landungen bei schlechter Sicht, um nicht nur sicherer zu landen, sondern vor allen Dingen auch lärmarmer landen zu können. Unser Flugzeug HALO wurde der Wissenschaft übergeben durch die Forschungsministerin Chavan. Der Forschungsautoklav in Stade zum Backen großer Verbundbauteile wurde in Betrieb genommen. Und auf der anderen Seite wurde das Flugzeug ATAS in den verdienten Ruhestand gebracht. ATAS, eine VfW 614, die letzte fliegende VfW 614 weltweit, ist jetzt zu ihrem letzten Flug nach Oberschleißheim geflogen. Dort ist sie jetzt im Deutschen Museum bald zu sehen. Im Bereich Energie ist die Forschung ausgeweitet worden auf den Bereich Windenergie und in der Verbindung mit der Luftfahrt eben auch das Thema elektrisches Bugrad realisiert worden, und auch dafür hat das DLR einen Preis bekommen, den Clean Tech Award. Der Freikolben-Linear-Generator, ein lang gehegter Traum, der insbesondere auch als Range Extender in Autos eingesetzt werden sollte, dessen technische Umsetzung aber neben der Idee immer sehr schwierig war, ist endlich zum Laufen gekommen. Er ist gelaufen, ein ganz großer Schritt vorwärts. Und im Bereich der Sicherheit haben wir das Projekt Maritime Sicherheit aufsetzen können. Gleichzeitig haben wir die Ministerratskonferenz der ESA abgehalten und entsprechend Deutschland auch positioniert. Der Projektträger hat sehr erfolgreich sich im Wettbewerb positionieren können, denn der Projektträger sind ja jetzt ausgeschrieben. Herr Wagner repräsentiert das DLR in European Energy Research Alliance. Herr Henke ist gewählt worden als Präsident der DGLR, und ich selber habe die Freude, jedenfalls soll ich in Zukunft sowohl ACARE als Vice Chairman als auch die ESA als Chairman vertreten. Wir sind aktiv gewesen auf mehreren Messen, ILA, InnoTrans, ICAS, Hannover Messe, Security Messe. Wir haben vor ganz kurzer Zeit den DLR Science Slam auf der Jahreshauptversammlung erlebt und dabei gesehen, wie junge Forscherinnen und Forscher aktuelle Themen wirklich so herüberbringen können, dass die Wissenschaft nicht leidet, aber die Methode, mit der man es rüberbringt, eben dann doch sehr stark auch auf die einzelnen Zuhörer mit ganz unterschiedlicher Herkunft eingehen. Ich habe hinterher sehr viel Rückmeldungen bekommen, vor allen Dingen auch von Leuten, die uns bisher nicht nahe standen, die jetzt noch immer wissen, und das ist ja immerhin schon wieder fast 3 Wochen her, die genau wissen, was im Einzelnen gesagt wurde. Das ist, glaube ich, etwas Besonderes.
Wir haben versucht, im DLR auch zu überprüfen, wie weit sind wir von unseren Zielen bezüglich der Kultur, unseren Leitlinien entfernt, die wir ja auch immer wieder auf der Tour diskutieren. Natürlich gab es auch ein paar schwierige Themen, die sollte man vielleicht auch zu Ende des Jahres, nicht gerade zum Weihnachten ansprechen. Das Thema Umsatzsteuer und die sogenannte Einzelfallgenehmigung in der Raumfahrt ist für uns noch nicht endgültig gelöst. Auch hier verweise ich auf meine Blogs. Für alles, was in 2012 geleistet wurde, möchte ich ganz herzlich im Namen des gesamten Vorstands des DLRs allen danken, die sich für das DLR eingesetzt haben. Dank also an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Dank an die administrativ-technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dank an die Direktorin und die Direktoren, Dank an die Vorstandsmitglieder, Dank aber auch an alle Externe, die uns unterstützt haben. Es geht dem DLR gut, sehr gut. Natürlich gibt es auch immer wieder Probleme, Problemchen, Herausforderungen. Ich bitte aber ausdrücklich um das Verständnis, dass die Kirche doch im Dorf gelassen werden sollte. Das Glas ist mit Sicherheit mehr als halb voll, wenn wir uns vergleichen mit anderen Einrichtungen und anderen Situationen. Heute haben wir den 20.12.2012. Also alle haben am 12.12.12 großartig auf den Kalender geguckt. Heute der Termin ist eigentlich besser, ne? Weil also nicht diese 20, die letzte Woche gestört hat, jetzt stört, sondern 2012 ist ein besonderes Datum. Und heute, genau vor 200 Jahren, haben die Gebrüder Grimm die Haus- und Kindermärchen veröffentlicht. Ich möchte Ihnen ein paar Märchen mit Bezug zum DLR, zu seinen Themen und seinen Akteuren einfach nur von der Thematik her zitieren. Luftfahrt, der goldene Vogel, der Dreschflegel vom Himmel, also Hubschrauber, Frau Holle, also Atmosphärenforschung, in der Raumfahrt Vogel Phönix, die Sterntaler, der Mond, jetzt ein Hinweis über die finanzielle Situation, Armut und Demut führen zum Himmel in der Raumfahrt, Energie, Strohhalm, Kohle und Bohne oder die klare Sonne bringt's an den Tag, der Eisenofen, im Verkehr die weiße Schlange, der Fuchs und das Pferd. Aber selbst die Sicherheit wurde schon von den Gebrüdern Grimm benannt, nämlich von der Serviette, dem Tornister, dem Kanonenhütlein und dem Horn oder der Räuberbräutigam. Und dann kommt der Vorstand dran. Immer noch, ich zitiere immer noch, alles Originalthemen von den Gebrüdern Grimm. Sechse kommen durch die ganze Welt. Die sechs Schwäne. Die sechs Diener. Da könnte es allerdings auch sein, dass Frau Diener gemeint ist. Dann wäre es was anderes. Oder der alte Hildebrand, auch hier denke ich eher, es muss heißen, die junge Hildebrand. Auch der Vorstandsvorsitzende wird benannt mit der alte Sultan oder Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Und wenn Sie dann in die Politik gehen, dann finden Sie zum Beispiel intern wie extern das Lumpengesindel. Ich weiß aber nicht, wer gemeint ist. Brüderchen und Schwesterchen, aber auch Hänsel und Gretel als Beispiel für Chancengleichheit. Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, die Goldkinder, sicherlich die Institutsdirektoren, Katze und Maus in Gesellschaft, also DLR und Politik. Aber ein Märchen, das will ich doch noch mal näher angucken. Ich hoffe, Sie kennen das alle. Ich halte das mal hier hin. Ich hoffe, das sieht man jetzt auch. Das sind die Bremer Stadtmusikanten. Ich habe jetzt ein paar Leute gefragt und mir ist aufgefallen, dass nicht jeder diese Geschichte parat hat. Also eine Kurzfassung, 1812 veröffentlicht, genau vor 200 Jahren. Esel, Hund, Katze, Hahn begegnen sich, beschließen Stadtmusikanten zu werden, sind sehr hungrig, finden Haus mit Räubern und einem vollgedeckten Tisch. Ich habe mich immer gefragt, schon als Kind, wie entdeckt man eigentlich, dass das Räuber sind, aber ist egal. Also finden Haus mit Räubern, vollgedeckter Tisch, Hund auf Esel, Katze auf Hund, Hahn auf Katze, IA, 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 bellen, miauen und krähen, durchs Fenster einbrechen, Räuber flüchten, einer kommt zurück, Katze kratzt, Hund beißt, Esel tritt, Hahn kräht, Räuber flieht. Das ist die Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten. Jetzt eine Übersetzung in die heutige Zeit. Mehrere bisher erfolgreiche und durchaus nicht nur positiv zueinander stehende Einzelakteure gründen einen gemeinsamen Verein mit einer klaren Vision. Sie finden eine Durststrecke auf dem Weg nach oben und um Ressourcenknappheit zu überwinden, haben sie eine neue Idee. Sie führen eine
gemeinsame disruptive Aktion mit vollem Einsatz durch. Sie kooperieren, statt im Wettbewerb zu stehen. Sie bringen ihre einzelnen Kompetenzen zum Wohle der Gruppe ein und gewinnen dadurch eine stabile Zukunft durch Zusammenarbeit. Wonach klingt das? Ganz einfach, es klingt nach 1DLR. Dafür werde ich auch weiterhin meine ganze Kraft einsetzen und ich hoffe auf Sie alle. Ich wünsche Ihnen allen und aber auch Ihren Angehörigen und Freunden und Freundinnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2013.